Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Ich gähne, reibe mir die Augen und nehme einen großen Schluck Kaffee. Das Radio läuft. Aufgrund der vielen positiven Erfahrungen mit der Kategorisierung von Ausländern, sagt der Nachrichtenmann, erwägt das Ministerium für Produktivität, offenbar die Einteilung in produktiv bzw. unproduktiv auch für alle anderen einzuführen. Ein Ministeriumssprecher sagte dazu, wir wissen noch nicht genau, was wir mit den Daten schlussendlich anfangen, aber was man hat, das hat man. Ein Datenschutzexperte, der anonym bleiben möchte, es handelt sich um Winston Schmid, wohnhaft in der Karl-Marx-Straße 23 in 12043 Berlin, Telefonnummer 03031415926, 42 Jahre, 5 Punkte in Flensburg, 3 negative Einträge bei der Schufa, Kunde der Deutschen Bank, Kontonummer 48151062342, PIN-Nummer 12345529, Facebook-Freunde, meldete leichte Bedenken an. Ein Sprecher des Ministeriums für Produktivität bezeichnete die Kritik allerdings sofort als unproduktiv. Ich gähne. Das Känguru schaltet das Radio aus. Sag mal, wurdest du eigentlich anti-autoritär erzogen? Frage ich. Wie kamst du drauf? Fragt das Känguru und nimmt die Zunge aus dem Marmeladenglas. Ach, nur so. Sagt das Känguru und stellt das noch fast volle Marmeladenglas zurück auf den Frühstückstisch. Eine Weile lang frühstücken wir schweigend vor uns hin. Wer legt das überhaupt fest, was produktiv und was unproduktiv ist? Fragt das Känguru schließlich. Du meinst, ist Prinzessin Lilifee Schminksets für Dreijährige herzustellen wirklich produktiv? Frag ich. Ja, sagt das Känguru. Und könnte man Landminen produzieren nicht sogar als kontraproduktiv bezeichnen? Ich wette, es gibt sogar Leute, die produzieren Landminen, die aussehen wie Prinzessin Lilifee Schminksets, sage ich, und erfreuen sich dabei ihrer Produktivität. Und ist in der Hängematte liegen und seinen Gedanken nachhängen nicht vielleicht total produktiv? Fragt das Känguru. Meistens nicht, sage ich. Nee, sagt das Känguru. Aber Schaden tut's auch nichts, sage ich. Und das ist schon mehr, als man von den meisten anderen Tätigkeiten behaupten kann. Darf ich dir hierzu eine Stelle aus meinem Manifest vorlesen? Fragt das Känguru und zieht den altbekannten Stapel bekritzelter Blätter aus seinem Beutel. Es liest. Die totale Fokussierung darauf, dass produziert wird und das völlige Desinteresse daran, was produziert wird, ist leider nicht nur für die Kapitalisten, sondern auch für die Arbeiter bezeichnend. Als sich die Arbeiterbewegung das Recht auf Arbeit auf die Fahnen schrieb, hatte sie schon verloren. Seit die Arbeiter Arbeit fordern, statt so wenig Arbeit wie möglich, blieb ihre Kritik systemimmanent und damit in einem befreienden Sinne wirkungslos. Das Känguru legt sein Manuskript zur Seite. Letztens ist nach einem Auftritt einer zu mir gekommen und hat mich gefragt, wie ich es schaffe, mich die ganze Zeit mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ohne total zu verbittern, sage ich. Und was hast du geantwortet? Fragt das Känguru. Ich bin total verbittert, sage ich.